Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Bonus-Video, das ich noch geplant hatte für dieses Spiel hier. Und zwar habe ich, ich denke die meisten wissen schon, was kommt jetzt, wo ich wieder in Azuria City bin. Und zwar habe ich was vorbereitet, ihr seht auch, ich habe Pikachu wieder dabei. Ich habe über das ganze Spiel verteilt einige Trainer stehen lassen. Mir ist auch aufgefallen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, aber ich habe dafür Ersatz gesorgt. Und zwar wollte ich euch noch gerne zwei Glitches zeigen. Einen wichtigen und einen weniger wichtigen. Oder zumindest halt einen, den ich auf jeden Fall jetzt auch noch schnell nutzen werde, da der sehr nützlich ist. Fürs Erste allerdings erstmal den Mew-Glitch. Die meisten Leute sollten den kennen. Was ihr dafür braucht, ist ein Pokémon, das fliegen kann, wie mein Sluxy hier. Ein Pokémon, das in der Lage ist, Pokémon, das sie zum Fangen benutzen können. Am besten nehmt ihr hier ein Elektro-Pokémon, einfach wegen Donnerwelle. Ich habe vor allem auch noch Mr. Tear hier. Ja, das war voll beabsichtigt. Mr. Tear hier können wir zur Not auch benutzen, um das Pokémon noch ein bisschen zu schwächen. Das Radfratz habe ich für was anderes dabei, denn ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar, das kann ich euch irgendwie auch gleich zeigen. Ich habe nämlich hier einen falschen Trainer stehen lassen. Ich hätte nämlich einem anderen Trainer ausweichen sollen und nicht dem ich ausgewichen bin. Und zwar war das, glaube ich, der Junge hier. Der hier, den hätte ich stehen lassen sollen. Denn der hat einen Phlegmon. Und das bräuchtet ihr für den Mew-Glitch. Darum habe ich das Radfratz dabei. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich. Wie gesagt, ich habe das Radfratz als Ersatz für den Trainer. Was wir jetzt hier tun, ist nach unten gehen und erstmal hier speichern, denn falls ich das verkacke, damit ich die Chance habe, den Spielstand zu laden. Denn wenn ich jetzt nach unten gehe und die Starttaste drücke, sollte ich das Menü öffnen können. Und ihr seht, der Trainer da unten ist da. Ich bin jetzt in der Reichweite des Trainers, oder ich sollte es zumindest sein. Und wir fliegen jetzt erstmal weg, und zwar zurück nach Azuria City. Wie Sie sehen, der Trainer hat mich bemerkt und ich bin weg. Jetzt funktioniert der Startknopf nicht mehr, das ist beabsichtigt. Und zwar, für diesen Trick gehen wir jetzt erstmal zurück wieder auf die Route. Und suchen uns jetzt eben den einen Trainer raus, den ich stehen gelassen habe. Wie gesagt, normalerweise müsstet ihr jetzt zu dem Phlegmon-Trainer hingehen, das Phlegmon besiegen. Und danach ist der Glitch eigentlich auch schon fertig. Ich werde jetzt eine Alternative benutzen, die ist ein bisschen langwieriger, ist aber auch auf jeden Fall machbar. Wie gesagt, es funktioniert, solange ihr noch Trainer übrig habt, wie den hier. Denn ein Trainer muss mindestens einige Schritte auf euch zugehen, damit ein Kampf starten kann. Wenn ihr zu nahe an dem Trainer dran sind, dann wird sich das Spiel aufhängen. Wir besiegen jetzt schnell diesen Teenager. Ich benutze jetzt hier auch schnell die Emulatorbeschleunigung. Und nachdem wir den besiegt haben, funktioniert mein Menü wieder. Was wir jetzt als nächstes machen, ist mit Sluxy zur Zinnoberinsel fliegen. Denn jetzt kommt der Teil, und das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, der Ersatz, sage ich jetzt mal, die Reparatur von dem Glitch, weil ich den Glitch ja leider versaut habe. Was wir jetzt tun, ist aus diesem Trainerkampf hier flüchten. Ich werde auch hier mit der Beschleunigung arbeiten. Habe ich jetzt eigentlich das ganze LP fast nie gemacht, aber hier kann ich es mal tun. Damit ich hier keine Fluchtsäule verwenden muss. Ihr erinnert euch, ich habe auch hier unten einen Trainer stehen gelassen. Das ist auch beabsichtigt. Den werde ich nämlich noch für den anderen Glitch brauchen. Das heißt, auch dem weichen wir jetzt wieder gekonnt aus und gehen in die unterste Ebene. Und jetzt beginnt der Spaß. Jetzt muss ich nämlich hier unten so lange rumlaufen, bis ich ein Ditto gefunden habe. Ich werde das aber auch offscreen rauscutten. Also von daher, wunderbar, da habe ich ein Ditto gefunden. Und hier jetzt der Trick. Wir werden jetzt Radfratz in den Kampf schicken. Das ist mein Ersatz-Pokémon. Wie ihr gesehen habt, das hat einen Spezialwert von 21. Eine Besonderheit von Ditto in Pokémon, also in der ersten Generation, ist, dass es nicht nur mich selbst, also dass es nicht nur das Pokémon kopiert, sondern auch seinen Status. Dieses Pokémon hat jetzt also einen Spezialwert von 21. Jetzt holen wir Radfratz, jetzt kann ich Sluxy wieder rausholen.
Und Sluxy kümmert sich jetzt um dieses Ditto, weil es geht nur darum, dass ich es besiege. Das letzte Pokémon, das ich besiegt habe, hat jetzt einen Spezialwert von 21. Wichtig! Ich hoffe, ihr habt Fluchtseile dabei. Fluchtseil benutzen. Jetzt werden wir Bänden vorschicken. Denn wenn ich jetzt wieder nach oben gehe, wo der Glitch begonnen hat quasi, also in die Route, wo wir mit dem Glitch angefangen haben, mit dem Wegteleportieren, müsste sich jetzt hier mein Menü öffnen. Wie Sie sehen, wenn ich jetzt das Menü schließe, beginnt ein Kampf. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, ist das ein Mew. Wunderbar! Ein wildes Mew. Level 7. Das kann ich jetzt per Donnerwelle paralysieren. Jetzt muss ich es eigentlich nur noch schwächen. Und dann kann ich es fangen. Damit haben wir einen Mew gefangen. Gucken, ob ich es jetzt nicht gerade kille. Das wäre jetzt... Oh, das war knapp. Aber gut. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Ich kann noch keinen Superzahn. Aber jetzt müssen wir es eigentlich nur noch mit Superbällen bewerfen und hoffen, dass wir es gefangen haben. Na wunderbar. Das ging einfach. Und damit haben wir Mew gefangen. Das ist der Mew-Glitch. Er ist schon sehr lange bekannt mittlerweile. Und dadurch können wir Mew fangen. Ich zeige nochmal. Das ist Mew. Ich habe ein Mew gefangen. Ich habe mir jetzt keinen Spitznamen gegeben, einfach nur wegen Baum. Was ich jetzt tun werde, ist, ich mache jetzt das gleiche nochmal. Nur dieses Mal benutze ich statt dem Ditto, beim Ditto statt Ratzfratz, benutze ich dieses Mal Mr. Tear. Und zwar wegen dem 31 Spezialwert. Wir sehen uns also gleich wieder an der Stelle hier, wenn ich die ganze Chose nochmal wiederholt habe. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Trainer, flieg weg. Fliegt dann Moment, wie hieß es da unten? Also ich fliege vom Trainer weg Richtung Zinnoberinsel, gehe dann dort unten, kill den einen Trainer, der da unten war, suche mir ein neues Mew, setze Pikachu ein, besiege das Pikachu, gehe wieder hierher und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Und wenn ich das Menü dann quasi zumache, dann beginnt ein interessanter neuer Glitchkampf. So, da bin ich wieder. Was ich jetzt gemacht habe, ist erstmal offscreen die ganze Kiste wieder vorbereitet. Dieses Mal habe ich Mr. Tear eingesetzt. Und ganz wichtig ist noch, bevor ihr in der Zinnoberinsel gegen das Ditto kämpft, solltet ihr euer Spiel abspeichern, damit ihr die Möglichkeit habt, den Spielstand zu laden. Denn was ich gerade vorhabe, ist ungefähr eine 10% Chance, dass es funktioniert. Also es wird ja vielleicht ein bisschen mehr. Aber es kann gut sein, dass ich jetzt, wenn ich aus dem Menü rausgehe, dass ich das Spiel aufhänge. Wir werden es sehen. Vielleicht klappt es auch direkt auf Anhieb. Ich gehe nicht davon aus. Denn es ist sehr verglitscht. Es ist ein Glitch-Pokémon. Jeder von euch sollte es eigentlich kennen. Es wissen nur nicht viele, dass es auch in der gelben Version geht. So, nach ein paar Versuchen habe ich es hinbekommen. Wie ihr seht, ja, wie ich gesagt habe, es geht auch in der gelben Version. Und zwar ein wildes Missing No. Wie eigentlich jeder weiß, Missing No vervielfältigt einem das Item im 6. Slot. Allerdings gibt es in der gelben Version auch noch einen kleinen Zusatz. Und zwar, wenn ihr ein weiteres Item in den 6. Slot packt, nachdem ihr das erste Item vervielfältigt habt und Missing No dann fangt, was geht, ich verspreche es euch, jetzt sollte ich wieder... Ich sollte wahrscheinlich wieder Bänden, Paralyse zu meinem Vorteil einsetzen. Und zwar wirst du mal gedonnerwelt. Jetzt ist es geflogen. Das kann fliegen, okay. Ich sag nicht nein. Voll daneben. Und ich werde jetzt einfach mal noch ein paar Bälle verballern. Jetzt hat die Schwächen. Ich weiß nicht, ob Killen auch zählt. Ich probiere es mal genauso wie beim letzten Mal mit Radfratz Ruckzuck-Hieb. Das sollte auf jeden Fall drin sein.
Wundert euch nicht, dass die Musik weg ist. Okay, es hat nicht überlebt. Wir haben keine Erfahrungspunkte bekommen. Und ihr seht, es ist jetzt hier alles ein bisschen verbuggt. Das ist aber normal. Ihr könnt einfach euren Spielstand... Also ihr müsst einfach nur das Menü öffnen und wieder zurück nach Aturia City fliegen. Was auch sehr verbuggt aussieht, muss ich dazu sagen. Wir befinden uns jetzt wieder hier und ich denke, dass mit dem Fang hat nicht funktioniert. Also es mit dem zweiten Item hat sicher nicht funktioniert. Nein! Ihr müsst das Pokémon dafür fangen. Nichtsdestotrotz, der Missing No Glitch funktioniert auch hier noch. Wie ihr seht, ich habe jetzt 129 Nuggets. Ich wollte das eigentlich mit den Sonderbonbons auch noch machen. Das heißt, ich brauche nochmal einen Trainer. Ich habe Gott sei Dank noch einen stehen gelassen. Das heißt, ich werde das gleiche jetzt nochmal auf Screen machen. Einfach nur, damit ich mir das Leveln ein bisschen einfacher mache. Da muss ich nicht Level grinden wie ein Wahnsinniger. Ich nutze einfach Sonderbonbons. Wie gesagt, das war mein kleiner Glitch-Part. Ich nenne es jetzt mal einfach so. So eine kleine Bonus-Episode. Wie gesagt, Missing No Glitch funktioniert in Gelb. Wenn ihr Missing No fangt, könnt ihr zwei Gegenstände vervielfältigen. Und der Mew Glitch. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tridi. Ach ja, Kleinigkeit. Falls ihr wissen wollt, was ich mit den ganzen Nuggets mache, abgesehen davon, dass ich sie verkaufen werde, um massenhaft Kohle zu machen. Ich muss mal gucken, wie viele davon, dass ich verkaufen kann, bis ich an die maximale Kohle komme. Gucken wir mal. Ich verkaufe mal 50. Das sollte erstmal reichen. Und zwar werde ich damit diese Mineralien hier kaufen, um meine Pokémon komplett auszuballern. Ich werde jetzt auch einfach mal einen 10er-Schritten hier einkaufen. Und dann einfach hochballern bis zum geht nicht mehr. Ich habe die Sonderbonbons schon alle eingesetzt, von daher... Pokémon sind zum Teil schon Level, 9, Level 100. Ihr seht schon, Sluxy braucht keine mehr. Du brauchst keine mehr. Pongy braucht noch. Also ihr seht, das habe ich mit der Kohle vor. Das werde ich jetzt mit allen Pokémon machen. Werde die mit den ganzen Steroiden vollballern, alle auf Level 100 bringen und dann... Seht ihr, was ich damit vorhabe. Jetzt ist aber wirklich vorbei. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Trini.